Hallo, ich bin Dina Kalfin. Wir senden einen nächsten Video-Digest zum Skyway-Projekt vom Homeoffice. Heute geht es um Folgendes. Es ist ein Video erschienen zum selbstfahrenden Chassis beim Unibus mit 25 Plätzen und beim Unicon für den Güterverkehr. Mitarbeiter der Entwicklergesellschaft Skyway sprechen darüber, wie Störungen bei Skyway-Fahrzeugen behoben werden. Das EcoFest wird auf das Jahr 2021 verschoben. Jetzt im Einzelnen. Es ist ein Video erschienen zum selbstfahrenden Chassis beim Unibus mit 25 Plätzen und beim Unicon für den Güterverkehr. Der Autor der Technologie, Anatoly Junitsky, informiert über die neue Entwicklung. Der Ingenieur betont, dass das selbstfahrende Chassis einheitlich sein wird für die Fahrzeuge im Skyway Innovationszentrum in Sharjah. Man plant dort Skyway-Trassen für den ÖPNV und den Güterverkehr, auch für den Unicon, der 20 und 40 Fuß Seecontainer befördert. Im neuen Video wies Anatoly Junitsky auf die Vorteile eines selbstfahrenden Chassis hin. Das Chassis für die künftigen Verkehrsmittel ist mit einem Kühlsystem ausgestattet, das in den Arabischen Emiraten bei Temperaturen bis 60 Grad arbeitet. Ein weiterer Vorteil des Chassis sind Batterien. Sie ermöglichen etwa 100 Kilometer weit einen autonomen Betrieb. In dem letzten Video-Digest versprachen wir einen Unibus mit 25 Plätzen und einen Unicon bis zum Ende dieses Jahres zu präsentieren. Das neue Chassis wird einheitlich sein für diese Verkehrsmittel. Laut Anatoly Junitsky hat die Zertifizierung dieser Entwicklung bereits begonnen und kann Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein. Weitere Details über das selbstfahrende Chassis finden Sie unter dem Link in der Beschreibung unter dem Video. Wir berichten weiterhin über die Abteilungen der Skyway-Gesellschaft Junitsky String Technologies Company. Diesmal sprechen wir über die Arbeit des Büros der funktionellen Systemanalyse. Die Mitarbeiter dieser Abteilung beschäftigen sich mit der Analyse von potenziellen Ausfällen beim Fahrzeugbetrieb. Sie erstellen Algorithmen, die helfen, die Störung zu finden und zu beseitigen. Zu den jüngsten Entwicklungen der Abteilung gehört der Algorithmus für die Selbstdiagnose des Hydrosystems des tropischen Unica und des Unibus. Der Algorithmus ist eine Abfolge von Aktionen, die es ermöglichen, einen Fehler im System zu finden. Sie finden weiteres zu der Arbeit des Büros der funktionalen Systemanalyse unter dem Link in der Beschreibung unter dem Video. Der Skyway Informationsdienst meldet, dass das EcoFest auf 2021 verschoben wird. Die Absage des Festivals begründet man mit der zweiten Welle der Pandemie, die in diesem Herbst oder Spätsommer erwartet werden kann. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, äußert sich über die mögliche Rückkehr des Virus. Einige Länder haben Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie erzielt, aber insgesamt beschleunigt sich nur ihr Wachstum in der Welt. Um die Festivalgäste nicht zu gefährden, wird das EcoFest 2020 abgesagt und auf das nächste Jahr verschoben. Das EcoFest erweist sich als eine jährliche Präsentation der schienengebundenen Seiltechnologien. Es findet im Ecotechnopark in Belarus statt. Im Jahr 2018 kündigte Anatoly Junitsky, der Chefkonstrukteur der Junitsky String Technologies Company, auf dem EcoFest den Bau von Skyway in den VAE an. Im Jahr 2019 präsentierte man auf dem EcoFest den Hochgeschwindigkeits-Unibus. Während wir auf das nächste EcoFest warten, möchten wir an die Höhepunkte vergangener Festivals erinnern. In einem neuen Video haben wir vielfältige Aufnahmen des Ecotechnoparks zusammengestellt, damit Sie die sommerliche Stimmung der vielen tausend Besucher des EcoFests mitfühlen können. Sie finden das Video auf unserem YouTube-Kanal und in sozialen Netzwerken. Wir bitten Sie um Kommentare, ob Sie das Festival in den vergangenen Jahren besucht haben und was Sie in Zukunft auf dem EcoFest sehen möchten.
das waren heute unsere Nachrichten. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie Benachrichtigungen, um die nächsten Ausgaben nicht zu verpassen. Alles Gute, auf Wiedersehen!